Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 2, Kapitel 10. Hier habe ich soweit alles geregelt. Kann ich nicht ihn fragen? Nein, das geht ihn nichts an. Okay. Aber hier? Besser nicht. Okay. Dann. Was hast du hier draußen zu suchen, Jack? Oh oh. Hast du deinen Kragstein fertig? Nö. Sage Tom, dass es fertig ist. Komm. Ich bin fertig. Und wenn ich jetzt drüber gehen und mir deinen Kragstein ansehen würde, wäre er wirklich fertig? Ich tue mein Bestes, in Ordnung? Wenn du mich noch andere Sachen machen ließest als bloß die Figuren... Du musst dich auf deine Aufgabe konzentrieren. Ich kann viel mehr als Steine behauen. Und das weißt du. Wir können nicht immer das tun, was wir wollen. Alfred schon. Jack, bitte. Wir haben gerade andere Sorgen. Der Graf von Shiring hat uns seine Unterstützung versagt. Wenn wir nicht bald etwas tun, werden wir unsere Arbeiter entlassen müssen. Wir könnten den Bau der Kathedrale nicht fortsetzen. Ich werde mit Percy Hamley sprechen. Ich muss. Und wenn er mir keine Audienz gewährt, muss ich mich an den König wenden. Oder das ist das Ende von Kingsbridge. Kann ich irgendwie helfen? Ja, indem du tust, was man dir sagt. Mach deine Arbeit und nichts als deine Arbeit. Und lass Alfred in Ruhe. Ach, Manno. Immer kriege ich Ärger. Valkarinnen? Was ist das denn? Hier kann ich sonst zur Mühle nur. Was sind denn die Valkarinnen? Guten Tag, die Damen. Ach so, ja. Wenn das nicht der hübsche Jack ist. Die Wolkenwolle, klar. Bist du vorbeigekommen, um mit Hand anzulegen? Eigentlich nicht. Hätte mich aber auch gewundert. Nach dem ersten Tag bluten dir die Hände. Vom Salz und der Pisse im Wasser. Pisse? Löst den Talg und den Schmutz aus der Wolle. Das Geld können wir brauchen, aber irgendwann kann man einfach nicht weitermachen. Früher oder später wird all jener sich neue Valkarinnen suchen müssen. Ich werde etwas finden, damit es euren Händen besser geht. Na, das wäre immerhin ein Anfang. Aber solltest du nicht besser auch arbeiten? Ich mache nur mal Pause. In Ordnung? Ja, die Valkenwolle. Genau, mit, wenn das auch mit, Pisse bearbeitet wird, dann lässt die sich auch viel besser färben. Die Wagen haben zerschundene Hände. Okay. Da kann ich aber jetzt noch nichts mit anfangen, großartig. Aber ich könnte mal zur Mühle rüberlatschen. Auch wieder ein Wespennest. Oh, was hat er denn jetzt? Lauf nicht immer weg, Jonathan. Ich krieg noch Ärger mit... Aljena! Ja? Dürfen wir uns zu dir setzen? Natürlich. Aljena, Blicke auf. Jack, Blicke auf. Oh, Aljena, Blick auf. Jack, Blick auf. Und wie geht es euch beiden so? Oh, naja. Solltest du nicht arbeiten? Sag ihr, dass du sie magst. Solltest du nicht arbeiten? Warum sagt das jeder zu ihm? Solltest du nicht arbeiten, Jack Builder? Wir? Ach, mein junger Freund ist heute gerade mit seinen Mönchsoberen aneinander geraten und braucht eine kleine Pause. Ah, so ist das. Vielleicht hast du dann ja Lust, einmal für mich zu arbeiten, Jonathan. Der Kleine ist super süß. Nun
Ja. Nun ja. Nun ja. Jonathan! Nein. Er ist hier. Ich komme. Oh, sie sind alleine. Jack liebt dich. Oh nein. Ich wollte dich gerade fragen, ob du glaubst, dass Jonathan einen Verdacht hat. Ich schwöre auf diese Bibel, dass ich nicht weiß, wovon du redest. Oh. Oh Gott. Kalt, 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 kalt. Meine Bibel ist weg. Scheiße. Tut mir leid, aber keine böse Tat bleibt ungestraft. Aber wir haben nichts Böses getan. Noch nicht. Du hast die Kathedrale abgefackelt. Hm. Oh. Oh, so süß. My lady. Du gefährliches, wildes Tier aus den Wäldern. Wenn Gott mich dafür hasst, dann zeigt er es auf eine seltsame Art. Ich hab's doch gewusst. Ich wusste das noch. Du erinnerst dich noch? Das Lied hast du gesungen, als wir das erste Mal hier zusammengesessen haben. Und du hast deine Füße im Bach baumeln lassen und vor dich hingegrübelt. Genau wie heute. Warum kann es nicht immer so sein wie jetzt, Jack? Ich weiß, was du meinst. Ich hasse es, so zu tun, als ob ich dich nicht liebe. Dann hör auf damit. Jack. Ich weiß, ich weiß. Hast du dich wieder mit Tom gestritten? Hast du immer noch die Bibel gelesen? Gibt es etwas Neues von deinem Bruder? Gibt es etwas Neues von deinem Bruder? Ja, komm. Gibt es etwas Neues von deinem Bruder? Der Krieg hört nie auf und er kriegt nie genug Geld. Und er kämpft auch noch für den Mann, der unseren Vater getötet hat. König Stefan, damit der ihm die Grafschaft zurückgibt. Ja, aber ich brauche das alles nicht. Alles, was ich mir aufgebaut habe, was wir miteinander haben, das habe ich alles nur, weil ich nicht mehr nur die Tochter meines Vaters bin. Ich befürchte, dass, wenn Richard Graf wird, ich noch viel mehr verlieren werde als das Geld, das er auf dem Schlachtfeld durchbringt. Hm. Hast du dich wieder mit Tom gestritten? Hast du dich wieder mit Tom gestritten? Tom hält immer zu Alfred. Er ist sein Vater. Er macht sich Sorgen um ihn. Bei Richard war es dasselbe. Wenn Tom sich Sorgen um Alfred macht, warum lässt er es dann immer an mir aus? Weil du der Klügere von euch beiden bist. Vielleicht macht er sich Sorgen um Alfred. Ist doch nicht meine Schuld, dass Alfred etwas langsam ist. Ganz genau. Tom glaubt, du solltest es besser wissen. Mag sein. Dein Vater hat es gut gemeint. Da bin ich mir sicher. Ach ja? Er hat nie jemanden geliebt. Nicht einmal meine Mutter. Und es war nicht meine Schuld, dass wir die Grafschaft verloren haben. Die Verantwortung dafür liegt nicht bei mir. Wie konnte Vater mich nur so einen Schwur leisten lassen? Sei nicht sauer auf Tom. Ich glaube, er wünscht sich, dass Alfred fähiger wäre. Schließlich möchte er, dass Alfred sein Nachfolger wird. Vielleicht könnte Alfred das ja, wenn er sich Mühe geben würde. Ich glaube, ich könnte sogar sein Nachfolger werden. Das könntest du ganz bestimmt. Aber wer will schon eine Kathedrale bauen? Hast du immer noch die Bibel gelesen? Philipp besteht darauf. Er wird ganz schön sauer sein, wenn er erfährt, dass sie im Bach gelandet ist. Keine Sorge, er wird dich weiterlesen lassen. Ich glaube, er sieht etwas Besonderes in dir. Vielleicht sollte ich dann Mönch werden. Aber einen Mönch darfst du nicht küssen. Dann werde ich dich wie einen Bruder lieben. Das ist nicht komisch.
Wie hieß nochmal das Buch, das du mit mir lesen wolltest? Die Amores von Ovid. Ich habe bisher nur davon gehört. Von einem reisenden Gelehrten, den wir auf dem Weg zum Steinbruch getroffen haben. Der Titel klingt vielversprechend. Aber vielleicht ist es nicht so interessant, wie wir glauben. Finden wir es raus. Ich werde in Kingsbridge herumfragen und schauen, ob ich etwas herausfinden kann. Tu das. Vielleicht gibt es die Amores von Ovid im Skriptorium. Im Skriptorium, Entschuldigung. Sprich über deine Probleme. Wie heißt das Buch nochmal? Sprich über deine Probleme. Weißt du, damals im Wald hat meine Mutter die Regeln gemacht. Aber sie waren alle irgendwie sinnvoll. Hier ist alles so kompliziert. Ich weiß, überall gibt es Regeln. Warum kann Tom Philipp nicht sagen, dass Jonathan sein Sohn ist? Er ist so glücklich, wenn er bei Jonathan ist. Toms Regeln. Und wohl auch Philipps. Tom glaubt, er hat das Recht verloren, Jonathans Vater zu sein, weil er ihn nach seiner Geburt ausgesetzt hat. Das meint Martha jedenfalls. Und was ist mit uns? Wann werden wir den Leuten von uns erzählen? Ich schätze, wenn wir bereit sind, nach ihren Regeln zu spielen. Oder sie nach unseren. Genau. Es ist wie mit dem Wollhandel. Es ist wie mit dem Wollhandel. Ja? Mit Wolle zu handeln ist ein bisschen wie das, was mein Vater getan hat. Mit Leuten reden, verhandeln, abwägen. Es macht sogar Spaß. Mit Leuten zu reden macht Spaß? Du hörst dir an, was sie zu sagen haben, was sie zu bieten haben, wonach sie suchen. Dann machst du ihnen ein Angebot, von dem alle profitieren. Auch du selbst. Ich verstehe. Wir werden den Leuten von uns erzählen, wenn wir ein Angebot haben, das ihnen und uns nützt. Richtig. Und du solltest nicht vergessen, warum Tom und Philipp so mit dir umgehen. Sie wollen das Beste für dich und für sich selbst. Nämlich dich. Wenn du es sagst. Ich weiß es. Das will ich nämlich auch. Eines Tages werden wir ihnen alles über uns erzählen, Ellie. Ihnen allen. Vielleicht nicht alles, Jack Builder. Oh. Was ist denn da drüben los? Wir gehen besser und sehen nach. Leute, beruhigt euch! Was ist am Steinbruch geschehen? Hört doch! Ja, es gab einen Zwischenfall. Unser Freund Otto Blackface wurde im Steinbruch verletzt. Blackface? Was ist geschehen? Der Graf von Shiring hat seinen Männern geboten, uns davon abzuhalten, Stein aus dem Steinbruch und Holz aus den Wäldern zu holen. Warum? Warum sollte Percy Hamley das tun? Wir wissen nur, was uns seine Männer gesagt haben. Dass der Graf von Shiring den Bau der Kathedrale von Kingsbridge nicht länger unterstützen wird. Oh nein, was sollen wir denn jetzt machen? Ich werde selbst nach Shiring reiten und mit Percy Hamley sprechen. Gut und schön. Aber wie sollen wir ohne Steine und ohne Holz weiterbauen? Ich will hier bezahlt werden, bevor hier alles zugrunde geht. Ich muss meine Familie ernähren. Beruhigt euch! Ihr habt den Prior gehört. Er wird selbst mit dem Grafen sprechen. Und ich habe für einen Fall wie diesen vorgeplant. Ihr sollt bald bezahlt werden. Und es wird noch genug Arbeit geben, für mindestens einen Monat, für alle von euch. Ich vertraue Tom. Ich sage, wir bleiben. Und ich vertraue unserem Prior. Ich werde alles Nötige vorbereiten. Ich bin gleich bei euch. Was, wenn der Graf Philipp kein Gehör schenkt? Ich muss mit Philipp reden. Komm später bei mir zu Hause vorbei, ja? Was ist denn mit dem Buch, das wir suchen wollten? Nicht jetzt. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich Philipp helfen kann. Ich werde das Buch schon finden. Wir werden das alles geregelt bekommen. Und jetzt zurück an die Arbeit.
Unsere Kathedrale baut sich nicht von selbst. Und du, Jack, pass auf Jonathan auf. Was? Schon wieder? Also Jack und Jacks Stimme und die Stimme von Aljena. Ganz ehrlich, die beiden, die haben so richtig schön, finde ich, auch beim Vorlesen. Wenn die ein Buch vorlesen würden, also so eine Lesung oder so ein Hörbuch, ich wäre voll dabei. So, das ist Alfred. Oh, wir können Alfred ja noch hier bereuen, hey, Dingsbums. Nimm zurück, was du vorhin gesagt hast. Was? Was habe ich gesagt? Du weißt, was ich meine. Über Aljena? Was schert es dich, wenn ich sie zur Frau nehme? Du kapierst es einfach nicht. Für wen hält er sich? Suchst du nach jemandem? Ich soll das Brot hier unserem Kantor bringen. Er verbringt den Tag heute oben auf der Baustelle. Aber wie soll ich da nur jemals hochkommen? Höhenangst, was? Soll ich für dich gehen? Nein, nein, ich werde das schon schaffen. Ich brauche nur etwas Zeit. Kann ich denn da jetzt weitermachen? Da habe ich für die Hände, habe ich übrigens die Idee, Honig. Da denke ich jetzt mal. Ich bin fürs Erste. Ich kann den. Okay, Ich glaube, aus Honig kann man Salbe machen. Genau. Ich glaube, aus Honig kann man Salbe machen. Ach nee, ich habe ja die Steinschleuder. Genau, ich habe doch die Schleuder. Obwohl, das wäre dumm. Ich werde alles tun, was ich kann, damit ihr euren Lohn erhaltet. Ich weiß, ihr habt uns damals aufgenommen, als wir aus Earl's Castle fliehen mussten. Mein Mann hat seitdem immer hier gearbeitet. Und wir wollen bei unserer Lady Aljena bleiben. Aber wir haben keine Wahl. Oh, Mary. Meine Familie und ich auch. Wir alle verdanken Philipp viel. Ich vertraue euch, Vater. Aber ich riskiere dort oben jeden Tag meinen Hals. Meine Frau hat recht. Wenn ihr unseren Lohn nicht zahlen könnt, müssen wir weiterziehen. Kingsbridge ist unser Zuhause. Ich will hier nicht fort. Lasst mich nachdenken. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie wir eure Arbeiter früher entlohnen können, Philipp. Aber es wird Tage dauern, bis wir unseren Erlös von der Wollmesse haben. Es tut mir leid, aber in solch einer unsicheren Lage können die anderen Arbeiter und ich nicht so lange warten. Vertraut mir, Philipp. Mir fällt schon was ein. Jack. Ich habe deinen Kragstein gesehen. Oh, gute Arbeit, Jack. Oh. Er ist nicht halb so gut, wie er sein sollte. Verlier dich nicht in Details. Das ist mein Kragstein. Ich will, dass er perfekt wird. Nichts von all dem hier gehört uns. Figurenmeißeln ist die einzige Arbeit, die du nicht Alfred gegeben hast, um sie zu vermasseln. Wir sollten dankbar sein für die Arbeit, die wir tun dürfen. Und in unserer Arbeit müssen wir gründlich und beständig sein. Dankbar für das, was wir tun dürfen? Du warst es doch, der unbedingt eine Kathedrale bauen wollte. Du hättest andere Arbeit haben können, aber nein. Monatelang hast du alles andere abgelehnt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wann wirst du Jonathan erzählen, was damals im Wald passiert ist? Er haut jetzt hier einfach ab. Ich hätte das mit Jonathan nicht sagen sollen. Scheiße. Er haut jetzt hier einfach ab. Das geht so nicht. Du solltest nicht abhauen, sondern ich möchte da hinten nochmal Tür zum Kreuzgang. Ich habe doch da hinten auch so ein Ding gesehen. Ich habe doch die Schleuder. So. Damit können wir das Wespennetz, Nest auf jeden Fall kaputt machen. Dann haben wir Honig. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich von allen drei den Honig sammeln muss. Auf jeden Fall. Und das können wir dann mit dem Mörser wahrscheinlich zerkleinern. Das könnte jetzt schlimm werden. Boah. Jawohl. Ich wette, es gibt noch mehr Nester. Ja, wir brauchen alle wahrscheinlich. Wie Heiden. Ach, die da hinten. Ihr seid doch keine Heiden, richtig?
sind wir nicht, Subprior. Nein. Oh, ihr seid keine Heiden. Hm. Also solltet ihr es besser wissen. Was ist das denn jetzt hier? Ich kann es nicht aufsammeln. Wir schenken euch unser Vertrauen. Wir nehmen euch bei uns. Ich kann es nicht aufsammeln. Und so dankt ihr es uns also. Das Buch könnte da hinten sein. Komisch. Fragen wir ihn mal. Ich suche nach einem Buch von Ovid. Oh, in Shiring und Winchester haben wir ein paar davon gesehen. Es gibt auch die ein oder andere Kopie in Salisbury, glaube ich. Welches suchst du denn? Die Amores. Hast du davon schon mal gehört? Das war doch eine der Niederschriften in Winchester, denke ich. Hast du es gelesen? Ich? Ich weiß nicht mehr genau. Hat er. Nur ein oder zwei Seiten. Klingt nach dem richtigen Buch. Und Winchester ist doch gar nicht so weit weg. Ich sollte Ellie sagen, was ich herausgefunden habe. Ich google das jetzt, das Buch. Die Amores Ovid. Was ist das? Amores, Buch von Ovid. Ist, ich google das mal. Die Amores des Ovid sind eine Sammlung von 49 Gedichten, ursprünglich wohl im Jahre 16 vor Christus, in 5 später um die Zeitwende und von Ovid selbst in 3 Büchern herausgegeben. Die Amores sind ein Hauptwerk der römischen Liebeselegie. Als deren Begründer Lucius Cornelius Gallus gilt, dessen Werk allerdings nicht überliefert ist. Neben Ovid bedienten sich auch Autoren wie Properz und Tibull dieser Form. In den Amores schildert ein Ich-Erzähler, Nasel, seine wechselvolle Liebesbeziehung zu einem Mädchen namens Corinna. Er scheint identisch mit dem Autor Ovid zu sein, da dessen Name Publius Ovidius Naso war und das Nomen Gentile Ovidus nicht in das Vermaß des Amores, das elegische, was? Passt. Okay, Ovidus Amores sind aber kein autobiografisches, sondern vielmehr ein verspielt programmatisches Werk zur römischen Liebeselegie. Insgesamt seine Poetik entspricht ganz der Schule von Alexandria und ihrer Forderung nach der ausgefeilten Kleinform, die dem großen Epos vorzuziehen sei. Ja. Also Gedicht halt, ne? So. Okay, oh, wissen die das? Das wird den Balkerinnen. Ja, aber das mit dem Honig hat ja nicht funktioniert. Ich verstehe das nicht. Vielleicht muss ich ja alle kaputt machen. Bevor das klappt. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen kacke werden. Achso. Ich muss besser zielen. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich gehe besser nicht zu nah ran. Kann er sich denn da hinstellen? Nee, er stellt sich dann automatisch wieder dahin, okay. Ha! Ich wette, es gibt noch mehr Nester. Da war keins. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Brücke zur Straße. Passiert denn, wenn ich hier so rüber gehe? Wahrscheinlich gar nichts, ne? So. Da hinten an der, Mühle war noch eins.
Bruder Paul. Und das ist der kleine Jack. Weißt du, er hat nie den Brückenzoll bezahlt, als er hier kam. Manchmal muss man barmherzig sein und Leute reinlassen, die in Not sind. Ich werde an deine Worte denken, Bruder Paul. Jacks Steinbruch? Ach, seine Mutter. Wohnt die jetzt da? Relief. So gern ich es täte. Ich habe Tom versprochen, nur abends an meinen eigenen Sachen zu arbeiten. Och, hier, er und Algina bestimmt. Ellen. Ah, da bist du ja, Füchschen. Wir müssen uns mal unterhalten. Was gibt es? Ich befürchte, uns stehen harte Zeiten bevor. Tom hat mir erzählt, dass sie versuchen, den Bau der Kathedrale zu stoppen. Sie? Wer genau? Der Graf von Shiring und seine Männer. Tom steht unter enormem Druck. Wenn er nicht wäre, hätten sie ihr Ziel schon erreicht. Warum erzählst du mir das? Hat er etwas über mich gesagt? Nein, aber ich weiß, wie sehr es ihn belastet, dich und Alfred streiten zu sehen. Ich sehe nicht ein, warum Alfred alles machen darf, was er will. Alfred ist jetzt selbst Meister. Du bist ein Lehrling. Das sind die Regeln. Es sind nicht meine Regeln, aber es sind deine, wenn du auch Baumeister werden willst. Hm, kann schon sein. Ärgere dich nicht, Füchschen. Tue ich nicht. Aber die wollte doch mit uns reden, oder nicht? Verbringt mehr Zeit hier als im Dorf, sagt, sie braucht Abstand von Menschen. Die Walkerinnen unten im Dorf haben Probleme mit ihren Händen. Das wundert mich nicht. Ich konnte das nur ein paar Tage lang machen. Dann habe ich's aufgegeben. Auch wenn Aljena gut bezahlt. Nimm das hier. Mutters Kräutermilch kann damit Salbe für die Walkerin machen. Au. Brennnessel? Du musst sie in einem Mörser zerreiben und dann Salbe daraus machen. Cuthbert hatte einen Mörser. Die Salbe wird den Walkerinnen helfen. Aber nicht langfristig. Wenn sie nicht wollen, dass ihre Hände bluten und schmerzen, dann müssen sie mit dem Walken aufhören. Mhm. In Ordnung. Danke. Kann man da? Nein. Und da? Ich sollte wahrscheinlich besser weiterarbeiten. Wahrscheinlich schon. Sei nicht traurig, Füchschen. Wir unterhalten uns dann heute Abend. Füchschen, ich finde das immer voll knuffig, wenn sie das sagt. Ja gut, dann gehen wir zurück. Und dann muss ich jetzt zur Mühle. Wohnt hier eigentlich Aljena oder... Wo wohnt die eigentlich? So weit solltest du nicht gehen. Das Wasser treibt das Rad an. Mhm. Genau. Dann noch mehr Räder. Und den Mühlstein. Das heißt, das Wasser treibt den Mühlstein an. Die Bewegung des Wassers wird benutzt und in eine andere Bewegung umgewandelt. Das Mahlen des Mühlsteins. Sollte es dann nicht möglich sein, auch andere Bewegungen zu erzeugen? Wir benutzen ja auch Räder, um Lasten auf der Baustelle nach oben zu ziehen. Mit der richtigen Mühle lässt sich vielleicht ein Hämmern oder Sägen erzeugen. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich vielleicht mal etwas ausprobieren. Aber als allererstes tun wir mal jetzt hier das Nest da entfernen. Das war voll daneben. Ich muss besser zielen lernen. Daneben. Mann! Es nervt. Wird das denn eigentlich langsamer, wenn ich warte? Verdammt. Nee. Okay, ich muss das hinkriegen. Mann!
Oh. Das gibt's doch nicht. Ich mach das jetzt so lange weiter, bis das funktioniert, weil ich muss dann sowieso Ende machen. Irgendwann krieg ich's hin. Das war doch gut. Jetzt. Und keine Burg war, die vor ihm bestünde. Ich glaube, das waren alle. Ja, aber es ist, wird immer noch nicht angezeigt, wie ich jetzt hier... Was ist denn Mühlentür? Ach so. Darf ich mal? Geschäftige kleine Tiere. Was soll ich denn mit einer Hand... Ich habe nur ein paar genommen. Das sind nicht alles deine Ameisen. Was soll ich denn mit Ameisen? Wenn ich einmal mehr Zeit habe, überlege ich mir mal ein paar andere Arten von Mühlen, die wir bauen könnten. Das Wasser ist hier, das Getriebe ist hier. Warum sollte man nur Mehl mahlen? So, ich muss jetzt Schluss machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.